Es ist der große, mächtige Strom im Herzen Sibiriens. Über 4000 Kilometer fließt der Jenissei von den Bergen der Mongolei bis weit in den Norden Russlands. Die Geschichten, die er erzählt, sind Geschichten von Gefangenschaft und Verbannung. Sein Reichtum ist das Holz der Taiga. Eine Reise in den verfallenden Glanz des Nordens, dorthin, wo die Sonne im Sommer nicht mehr untergeht. Unsere Reise beginnt hoch oben über der sibirischen Provinzmetropole Krasnojarsk. Aus der Weite der Taiga ragen hier bizarre Felsen in den Himmel, vom Wind geformt in Jahrtausenden. Manche Felsen sehen aus wie menschliche Gesichter. Stolbi heißt der Naturpark, der Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Durch diese Märchenlandschaft fließt der Jenissei in die unendliche Ebene des Nordens. Unten in der Stadt steht eine kleine Kirche, die eine ganz besondere Geschichte hat. Sie ist den Opfern der politischen Unterdrückung gewidmet. An dem Ort, an dem sie errichtet wurde, begann einst für Hunderttausende eine Reise, von der viele nie wieder zurückkehren sollten, in die Arbeitslager des stalinistischen Gulag. Für Vater Johannes soll die Kirche ewige Mahnung sein an die Verbrechen des Stalinismus. Man habe diese Kirche genau an diesem Ort gebaut, sodass man sie überall vom Jenissei aus sehen kann. Hier stand früher das Durchgangslager, dort unten am Fluss warteten die Schiffe auf die Häftlinge. Sie wurden aus der ganzen Sowjetunion hierher gebracht, um dann in die Lager des Nordens verfrachtet zu werden. Kaum jemand in der Stadt kennt die Geschichte dieser Kirche, aber sie wird uns begleiten in den nächsten Tagen bis ans Ende unserer Reise. Zweimal pro Woche legt einer der alten Postdampfer am Hafen von Krasnojarsk ab, von Juni bis September, wenn der kurze Sommer das Eis auf dem Fluss schmelzen lässt. In den frühen Morgenstunden gehen die Passagiere an Bord der Matrossow. Die meisten reisen mit großem Gepäck. Die Flussschiffe sind für sie die einzige Verbindung in ihre Heimatdörfer im Norden Sibiriens. 5 Tage dauert die Fahrt bis nach Dudinka, weit jenseits des Polarkreises. Das Schiff ist fast ausgebucht. 150 Euro kostet das Ticket umgerechnet. Billiger ist es nur, wenn man die Holzklasse bucht im Unterdeck. Auch wenn der Platz etwas spärlich ist für 4 Personen. Ist das nicht viel zu eng hier? Ach was, wir sind doch schon ganz anderes gewohnt. Und irgendwie passt es dann schon, auch mit dem großen Gepäck. Morgens um 7 verlassen wir Krasnojarsk, die junge Metropole Sibiriens. Zum Abschied scheppert ein russischer Klassiker aus den Lautsprechern. We'll be right back.
Oben auf der Brücke hat Wladimir Sergejewitsch seinen Platz eingenommen. Seit über 30 Jahren ist er der Kapitän der Matrossow. Er kennt fast jedes Schiff auf dem Fluss. Und wehe, einer grüßt mal nicht zurück. Es gibt kaum eine Geschichte über den Fluss, die er noch nicht gehört hat. Und natürlich weiß er auch von den Häftlingstransporten in die Lager des Gulag zu erzählen. Weiter im Norden kann man die letzten Spuren der Lager noch finden, die an die düsteren Zeiten erinnern. Ich kenne viele Geschichten von Unschuldigen, die während ihres Transports damals im eisigen Wasser des Jenissei ertrunken sind. Solche Geschichten haben uns die Alten immer wieder erzählt. Was ihm heute Sorgen macht, ist der niedrige Wasserstand des Jenissei. Was sich auf der Wasseroberfläche kräuselt, sind gefährliche Untiefen. Jedes Manöver erfordert höchste Konzentration. Der Fluss gilt als einer der tückischsten, weil sich unter seiner Oberfläche große Felsen verbergen, die jedes Schiff in Sekundenschnelle aufschlitzen können. Auch unten im Maschinenraum muss jeder Handgriff sitzen, jedes Kommando sofort umgesetzt werden. Jeder noch so kleine Fehler könnte hier zur Katastrophe führen. Ja, der Jenissei ist ein sehr, sehr gefährlicher Fluss. Früher bin ich auf der Wolga gefahren, aber das kann man mit dem Jenissei überhaupt nicht vergleichen. Die Motoren sind fast 60 Jahre alt und wurden in der DDR hergestellt. Die Dampfkessel kommen aus Dresden, die Messgeräte aus Magdeburg. Fast 50 Grad herrschen hier unten. Ein Gefühl wie in der Banja. Und da steht es schwarz auf Gold. 1954 wurde das Schiff gebaut in Wismar, wie viele Passagierschiffe, die heute noch auf dem Jenissei unterwegs sind. Ein paar Kilometer weiter passieren wir eine der märchenhaftesten Flussmündungen Sibiriens. Hier fließt die Angara vom Baikalsee kommend in den Jenissei, besungen von einem Lied, das in Russland fast jeder kennt. Kennen Sie die Sage über die schöne Angara und den Jenissei? Fragt uns Olga. Na dann mal los. Es war einmal ein wunderschönes Mädchen, das hieß Angara. Dieses Mädchen hatte einen sehr strengen Vater, den Baikal. Einst erfuhr das Mädchen von einem der schönsten Männer des Landes. Das war der Ritter Jenissei. Also entschloss sich Angara, von ihrem Vater wegzulaufen, um den Jenissei zu finden. Der Baikal warf ihr Felsen hinterher, um ihr den Weg zu versperren. Aber Angara schlingerte sich durch tiefste Schluchten und raueste Gegenden, um sich schließlich mit dem Jenissei zu vereinen. Der Baikal aber wurde vor Kummer grau. Jetzt kennen Sie es, das Märchen dieser Flussmündung. Das hat sie doch toll erzählt, oder? Riesige Schleppkähne ziehen hier an uns vorüber. Mit dem Holz der Taiga, das einst den Reichtum der ganzen Region begründete. Konstantin und Irina sind am Jenissei aufgewachsen. Sie in Krasnojarsk, eher 2000 Kilometer weiter im Norden. Jetzt reisen sie zum ersten Mal gemeinsam auf dem Fluss. Eine spät entdeckte Liebe.
Das ist unser erster Urlaub, sagt er. Aber mit einem durchaus romantischen Anteil, ergänzt sie. Das ist doch alles wunderschön hier. Einen Ort wie diesen findet man auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Dann erreichen wir Jenisejsk, das einstmals wohlhabende Goldgräberstädtchen. Die älteste Stadt, der Vater Sibiriens, wie man sie nennt. Eine verwitternde Schönheit. Auf dem Friedhof der Stadt finden wir deutsche Namen. Becker und Benz, Federer und Fuhrmann. Es sind die Gräber der Wolgadeutschen, die hierher von Stalin zwangsumgesiedelt wurden. Sibirer wider Willen nannten sie sich. Ihre Gräber wurden zurückgelassen. Die meisten ihrer Nachkommen haben das Land längst verlassen. Über die Geschichte dieses Ortes weiß keiner so gut Bescheid wie Pjotr Trostow. In seinem Garten hat er ein kleines Freilichtmuseum aufgebaut, damit die Schönheit dieser Stadt nicht vergessen wird, wie er uns sagt. Auch wenn sich selten ein Tourist hierher verirrt. Solche alten Fotos hat er restauriert und vervielfältigt. Das sind doch super Fotografien für die damalige Zeit. Man kann darauf gut erkennen, wie viel sich seitdem verändert hat. Auch aus seinem eigenen Haus hat Pjotr ein Museum gemacht. Er will uns einen Schatz zeigen, der sich in einem Nebenraum hinter einem Vorhang befindet. Er genieße diesen Augenblick immer wieder aufs Neue, sagt er uns, wenn ein Besucher diesen Raum zum ersten Mal erblickt. Alle sagen dann gleich, ach, wie schön das alles ist. Und dieses Ach begeistert mich. Jeden einzelnen Gegenstand hat er für ein paar Rubel erworben. Und dies ist alles aus Jenisejsk? Ja, natürlich, alles aus Jenisejsk. Genauso wie Sie das hier sehen, könnte es einmal in vielen Häusern hier ausgesehen haben. Und die Deutschen? Ja, die seien im letzten Jahrhundert hierher gekommen, von der Wolga und vom Schwarzen Meer. Wo sie heute leben? Er will uns weiterhelfen. Er kenne da eine Familie, die nur ein paar Kilometer weiter entfernt lebe. Guten Tag. Hier sind ein paar Jungs. Einer ist sogar extra aus Deutschland gekommen. Die suchen Kontakt zu einer deutschen Familie. Also machen wir uns auf in einen Ort, der einmal Klein-Berlin genannt wurde, wegen der vielen Deutschen, die hier früher lebten. Eine genaue Adresse haben wir nicht, also erkundigen wir uns im Dorf, das eigentlich Krutoi Lok heißt. Ob Sie hier etwas über die Deutschen wissen? Ja, das waren doch ganz normale Leute, so wie wir, diese Deutschen. Seit sie nach Sibirien verbannt wurden, haben sie hier gelebt, haben hier gearbeitet und sind hier gestorben. Jetzt seien viele nach Deutschland zurückgezogen. Aber ein paar Straßen weiter, da würde noch eine Familie leben. Die seien hier geblieben. Alte Leute seien das. Das Haus sei gar nicht zu verfehlen. Blau und grün gestrichen, mit einem großen grünen Holztor davor. Irma Fetzer lebt seit 1947 in Klein-Berlin.
Mit ihrer Familie wurden sie hierher in die Verbannung geschickt, wie sie sagt. Ihr Bruder und ihr Sohn leben auch noch hier. Guten Tag. Georg Messen vom Deutschen Fernsehen. Sie sprechen auch Deutsch. Ja. Hier wohnen wir, ja. Jetzt ist wie viele Jahre? Wie viele Jahre? Ja? 62, 27, 28. Sorg. 49 Jahre. Sie stammen aus der Nähe von Odessa. Schwarzmeerdeutsche werden sie genannt. Sie war 14, ihr Bruder 10, als sie erst nach Polen und dann nach Ostdeutschland fliehen mussten, bevor Stalin sie nach Kriegsende nach Sibirien schickte, an die Ufer des Jenissei. Als Kinder mussten sie damals im Wald arbeiten, erzählt sie uns, nur mit ein paar Lumpen am Leib. Ihre Schwiegertochter hat ihre Geschichte aufgeschrieben, mit einer langen Namensliste all jener, die damals ihre Heimat verlassen mussten. Ist die Welt. Wo Tag ist die Welt? In der Fremde mussten sie alle den oft aussichtslosen Kampf ums Überleben führen und das Schicksal der ungerechten Verbannung ertragen. Ja, das war ein sehr schweres Leben damals, als sie uns hierher gebracht haben. Am liebsten wäre sie schon längst nach Deutschland gezogen, aber ihr Mann wollte Sibirien nicht verlassen, also sei sie auch geblieben. Das hier, das sind die Bilder von damals. Den Wald hat ihr Mann geliebt. Oh, da, ja. Und er hat wieder nicht fort von tun. Nicht. Der Wald, das war sein alles. Der Wald. Das war sein alles. Und für Sie? Und für Sie? Für mich? Der Wald? Für mich war das Haus und die Kinder. Das war mein alles, was ich... Und ich stellte preisvolle Vieh. Kochen, Wäsche, Backen, Kinder großziehen. So war das ein Leben. Vor ein paar Monaten ist ihr Mann gestorben. Aber jetzt sei es zu spät, sagt sie, um noch einmal irgendwo neu anzufangen. Unsere Reise geht weiter, den Jenissei hinunter. Wladimir Sergejewitsch hat sich in seine Kabine zurückgezogen. Beim Dartspielen könne er sich am besten erholen von all den Leuten auf dem Schiff, sagt er. Applaus bitte. Applaudissement. Die Größe dieses Flusses lasse ihn manchmal andächtig werden. Und ich brauche nur aufs Ufer zu schauen, sagt er, um zu erkennen, wo genau wir uns gerade befinden. Die kleinen Holzdörfer am Flussufer wären ohne die alten Postschiffe aufgeschmissen. Keine Straßen führen hierher und keine Eisenbahn. Der nächste Flughafen ist hunderte Kilometer entfernt. In den dunklen Wintermonaten sind sie völlig von der Außenwelt abgeschnitten.
Zweimal pro Woche legt hier ein Dampfer an. Wer irgendetwas zu verkaufen hat, kommt ans Ufer und hofft auf ein paar Rubel mit allem, was der Fluss oder der Garten hergibt. Schauen Sie, diese leckeren Fische habe ich selbst gefangen und geräuchert. Kaufen Sie, kaufen Sie. Milch gibt es und Käse, eingelegtes Gemüse und selbstgebackenes. Ich habe nur eine kleine Rente, deshalb stehe ich hier. Manchmal verdiene ich hier 20, 30 Rubel dazu, manchmal sind es sogar 1000, je nachdem, was ich verkaufe. 1000 Rubel, das sind 25 Euro. Wer will, kann sich auch ein paar Tiere mitnehmen, vom besten Präparator in ganz Sibirien. Davon ist jedenfalls Wladimir Sergejewitsch überzeugt. Jedes Mal, wenn er hier an Land geht, schaut er, ob irgendwas für ihn dabei ist. Aber sowas ist für ihn nur Kleinkram. Ich habe schon zwei kleine Bären, ein Haselhuhn, ein Rebhuhn und einen Hirschen mit Geweih. Mein Stolz ist aber ein Mammutzahn. Er ist 1,82 Meter lang und 30 Kilo schwer. Wenn ein Schiff anlegt, ist fast das ganze Dorf auf den Beinen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel, schon gar nicht im Winter, wenn sich die Sonne hier kaum blicken lässt. Auch dies ist ein Ort der Verbannung gewesen. Wer hier einst hergeschickt wurde, galt als sozialschädlich oder antisowjetisch. Alles. Eine knappe Stunde dauert der Trubel, dann legt das Schiff wieder ab. Und das Dörfchen fällt zurück in seinen sibirischen Schlaf. Bis in 4 Tagen, wenn der nächste Dampfer kommt. In der Kombüse bereiten die Frauen das Abendessen vor. Marina ist für den Fisch zuständig. Eigentlich gäbe es ja genug Fisch im Jenissei, aber der Lachs kommt aus Skandinavien. Es ist verboten, hier zu angeln, also bringen wir alles immer selbst mit an Bord, sagt Marina und lügt dabei nur ein kleines bisschen. Naja, manchmal gibt es auch einen leckeren Stör, den uns ein Fischer aus dem Dorf mitbringt. Und wenn der schmeckt, dann frage schon keiner, wo der herkommt. Das Essen, das sie in den Speiseaufzug stellen, haben sie extra für uns gekocht. Schön bunt ist ja schließlich Fernsehen. Oben im Restaurant treffen wir Irina Anatoljewna und ihre Tochter Mascha. Auch ihre Geschichte ist eine der Vertreibung, doch davon wird sie uns später erzählen. Jetzt ist sie mit ihrer Tochter auf dem Weg nach Hause. Diese Schiffsreise ist ihr Jahresurlaub. Sie genieße diese Zeit im Sommer, sagt sie, bevor die Dunkelheit der Polarnächte wieder beginne. Diese Polarnächte beginnen nach und nach. Ab Mitte August wird es langsam dunkler. Wir sind es gewohnt. Natürlich macht die ständige Dunkelheit einem zu schaffen. Nur den Kindern macht es scheinbar gar nichts aus. Im Winter sehen wir die Sonne ja überhaupt nicht. Eigentlich können sie es sich gar nicht leisten, im Restaurant zu essen, sagt Irina.
Aber heute ging es einfach nicht anders. Naja, uns ist ganz einfach der Proviant ausgegangen. Eigentlich nehmen wir alles von zu Hause mit. Gekochte Kartoffeln, Fleisch, Hähnchen in Folie. Aber weil es so warm ist und es keine Kühlschränke gibt, mussten wir heute alles wegwerfen. Wir werden Irina und ihre Tochter wieder treffen. Oben auf dem Deck hat sich längst Kreuzfahrtstimmung breit gemacht. Zwei Arbeiter aus Kirgisien spielen Schach. Das Spielbrett haben sie aus ihrer Heimat mitgebracht. Andere genießen die wenigen Sonnentage, die das Jahr hier zu bieten hat. Oder sie spielen Karten. Die Geschichten von Gefangenschaft und Verbannung interessieren hier kaum jemanden. Man genießt, was immer man sich mitgebracht hat. Laissez-faire auf Sibirisch. Schauen Sie mal, wie schön unser Heimatland ist. Hoch über dem Fluss läuten die Abendglocken des Klosters von Turuchansk. Einst galt dies als eines der schönsten Klöster im Norden Russlands. Viel ist davon nicht übrig geblieben. Zu Zeiten des Stalinismus wurde das alte Kloster gesprengt. Jahrzehntelang diente diese Kirche als Vorratslager. Abt Agafangel versucht seit Jahren, das Kloster am Jenissei wieder aufzubauen. Sehen Sie, sagt er, dieser Fluss bestimmt unser ganzes Leben. Alles, was wir brauchen, kommt über den Fluss. Der Jenissei bedeutet für uns den Weg ins Leben. Die Insel dort drüben heißt Klosterinsel. Selbst zu Sowjetzeiten hieß sie übrigens so. Aber in unserem Boden liegen die Opfer der politischen Unterdrückung der stalinistischen Zeit. Auch viele geistliche Würdenträger liegen hier begraben. Die Wunden des Stalinismus, an kaum einem anderen Ort scheinen sie so tief wie an den Ufern des Jenissei. Mitternacht. Längst schon wird es nicht mehr dunkel und der Himmel scheint näher zu rücken. Die Geschichten von Flucht und Vertreibung, sie sollen uns auch in dieser Nacht begegnen. Nachts um 12:30 durchbricht das Dröhnen einiger Motorboote die Stille. Bewohner aus einem Dorf docken an, um Lebensnotwendiges an Land zu holen. Auch sie sind Flüchtlinge, Altgläubige nennt man sie, strenggläubige Orthodoxe, die sich in die Taiga zurückgezogen haben, um dort gottesfürchtig zu leben. Jahrhundertelang wurden sie als Abtrünnige von Kirche und Staat in Russland verfolgt. Zuflucht fanden sie in den Sümpfen der Taiga. Dort warten sie bis heute auf das Ende der Welt, das hier tatsächlich näher scheint als anderswo. Ohne die Postdampfer könnten sie nicht überleben. Wenn der Winter beginnt, sind sie völlig auf sich allein gestellt. Nach gut 20 Minuten ist alles vorbei und die kleinen Boote verschwinden wieder Richtung Horizont.
Einer ist an Bord geblieben. Ein Bett zu finden, ist gar nicht so einfach. Fast alles belegt, sagt die Angestellte der Schifffahrtsgesellschaft. Aber dann hat er doch noch Glück. In einer Kajüte ist noch ein Bett frei, zusammen mit drei Arbeitern aus Dudinka. Morgens um 2:30 erreichen wir endlich den Polarkreis. Die Sonne gleitet nur noch über den Horizont, da wo der Tag endet und gleichzeitig beginnt. Nur ein kleiner weißer Stein im Wald zeigt an, dass hier die Scheide liegt zwischen ewigem Tag und ewiger Nacht. Eine Polarkreistaufe muss natürlich sein, auch wenn der Wind ziemlich kalt bläst auf dem Deck. Aber dafür gibt's ja noch ein Wässerchen hinterher. Für diejenigen, die hier als Touristen unterwegs sind, ist diese Nacht der absolute Höhepunkt der Reise. Auch wenn so eine Taufe nicht jedermanns Sache ist. Naja, es ist das erste Mal, dass ich den Polarkreis überquere. Und ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich so etwas erleben darf. Bitte sehr, bitte sehr. Im Unterdeck zeigt uns Wladimir Sergejewitsch, was einen echten russischen Kerl ausmacht. Schauen Sie, so erholen sich richtige russische Männer. Zwei Flaschen zum Mittag, zwei zum Abend und zwei zum Frühstück, mindestens. Pro Flasche 1 Liter. Schöne Kerle sind das, die können alles, die machen keinem Sorgen. Zwei Flaschen pro Mann, sagt er. Aber es sei ja nur 1,5 Liter pro Flasche. Naja, ich muss mich um alle Passagiere kümmern, sagt Wladimir und verabschiedet sich. Am nächsten Morgen ist für Irina und ihre Tochter Mascha die Reise zu Ende. Wir erreichen Igarka, einst eine der bedeutenderen Hafenstädte am Jenissei. Doch dies ist Vergangenheit. Die großen Schiffe aus dem Polarmeer halten hier schon lange nicht mehr. Fast alles, was die Stadt braucht, wird per Passagierschiff angeliefert. Von der Salatgurke bis zur Kaffeemaschine. Irina hat uns eingeladen, sie zu besuchen, damit sie uns ihre Geschichte erzählen kann. Unser erster Eindruck: Tristesse. Die Straßen führen ins Nirgendwo und auch das alte Flugzeug für Polarexpeditionen hat nur noch musealen Wert. Was für eine Stadt. Die Häuser von Alt-Igarka, verlassene Ruinen, die langsam im aufgeweichten Boden des Permafrost versinken. Man ahnt nur noch, dass es hier einmal Reichtum gab. Und auch in Neu-Igarka hat das Leben so seine Tücken. Nachmittags wird das Wasser abgestellt und nachts um 11:30 der Strom. Die Drogenrate gilt als eine der höchsten im ganzen Land. Aber Mascha ist froh, endlich wieder zu Hause zu sein. Und zur Feier des Tages gibt es sogar eine Torte. So etwas gibt es hier nur in einem einzigen Geschäft zu kaufen, sagt Irina. Und das auch nur im Sommer. Warum sie hier leben? Weil sie hier geboren wurde und ihr Mann einen Job gefunden hat, in einem der Ölfelder 100 Kilometer entfernt von hier. Ihr Vater wurde von Stalins Schergen hierher verschleppt. Jahrelang musste er in einem der Lager des Gulag schuften, für eine Eisenbahn, die quer durch Sibirien führen sollte. Wäre Stalin nicht gestorben, hätten sie diese Bahnstrecke wahrscheinlich zu Ende gebaut. Mein Vater erzählte nicht viel darüber, nur dass es so bitter kalt war beim Arbeiten und sie nichts zum Anziehen hatten. Aus ein paar Lappen haben sich die Gefangenen etwas genäht, um die Füße irgendwie warm zu halten.
Und weil sie ständig Hunger hatten, aßen sie Gräser und machten Tee daraus. Vielleicht hat er uns nie davon erzählt, weil er uns nicht ängstigen wollte. Erst mit der Zeit haben wir begriffen, welch schwere Zeiten unser Vater und die anderen Gefangenen durchgemacht haben. 5 Jahre blieb ihr Vater im Lager. Er habe Glück gehabt, dass sein Herz so stark war. Viele seiner Freunde seien gestorben. Irina führt uns an den Fluss. Dort am anderen Ufer gab es einmal ein Lager, aber davon sei nichts übrig geblieben. Wo genau sich das Lager ihres Vaters befunden hat, das wisse sie nicht. Wir wollen uns auf die Suche machen und fahren ans andere Ende der Stadt. Dort steht ein kleines Museum. Die Zahl 503 steht für eines der wahnwitzigsten Projekte der Stalinzeit. Eine Polarkreiseisenbahn, für die tausende Häftlinge in der Tiefe der Taiga krepieren mussten. Igarka war eines der Zentren der stalinistischen Arbeitslager, erklärt uns Irina Schipowa. Sie ist verantwortlich für das kleine Museum. Alles, was hier zu sehen ist, haben sie aus den Sümpfen geholt und wieder aufgebaut. Ob es noch irgendwo etwas von den Lagern zu sehen gäbe? Hier an den Nebenflüssen des Jenissei gab es zahlreiche Lager, sagt Irina. Die meisten lagen tief versteckt in den Sümpfen der Taiga. Aber man brauche schon einen sehr erfahrenen Führer, um die letzten Überreste noch zu entdecken. So einen wie Alexander Pjotrowitsch. Kaum einer hier kennt die Gegend so gut wie er. Immer wieder fährt er mit seinem kleinen Luftkissenboot die Nebenflüsse hinauf, um Fischer oder Bärenjäger in die Taiga zu bringen. Mit ihm wollen wir uns auf Spurensuche machen. Hier den Fluss hinauf befand sich früher alle 10 bis 15 Kilometer ein Lager, in dem 2.000 bis 3.000 Häftlinge lebten. Knapp 2 Stunden fahren wir erst den Jenissei und dann die Sucharika entlang. Ein unwegsamer Nebenfluss. Und dann tauchen sie plötzlich auf. Mächtige Betonpfeiler im Wasser, Überreste einer alten Eisenbahnbrücke. Da sehen Sie, hier sollte Stalins Eisenbahn die Sucharika überqueren. Und das ist alles, was davon noch übrig geblieben ist. Das Eis hat dem Beton schon kräftig zugesetzt. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist ein bisschen weniger übrig. Wir kämpfen uns durchs dichte Gestrüpp der Taiga, begleitet von Mückenschwärmen, die selbst unsere Spezialkleidung kaum abhalten kann. Nach 1 Stunde Fußmarsch stoßen wir auf erste Zeichen eines ehemaligen Lagers, das hier tief in den Sümpfen der Taiga zum Albtraum wurde für Tausende. Die eisige Kälte des sibirischen Winters und Milliarden an Stechmücken im Sommer wurden vielen zum Verhängnis. Und an Flucht war nicht zu denken. Mannshoch steht heute das Gras rings um die Überreste der alten Baracken. Jedes Mal, wenn er hierher komme, sei etwas weniger übrig, sagt Alexander. Bald wird die Taiga die letzten Reste dieses Lagers unter sich begraben haben. Schauen Sie, dies ist der alte Bahndamm, aber die Schienen hat irgendjemand weggenommen. An manchen Stellen ist der Bahndamm 5 Meter hoch oder sogar noch höher. Das alles mussten die Häftlinge mit bloßen Händen aufbauen.
Eine fast unvorstellbare Arbeit, vor allem im Winter, wenn hier alles gefroren war. Mitten im Wald finden wir dann doch noch ein paar Schienenteile. Es sind die letzten Zeugnisse eines sinnlosen Projektes, das niemals zu Ende gebaut wurde. Unsere Reise nähert sich dem Ende. Hoch im Norden ist der Jenissei zum Meer geworden. In der Ferne taucht Dudinka auf, die nördlichste Hafenstadt, die von Passagierschiffen noch angefahren wird. Sperrzone. Ausländer dürfen hier nur mit Sondergenehmigung an Land. Kaum eine andere Gegend der Welt ist so reich an Rohstoffen wie diese. Dudinka ist der Hafen für Russlands wichtigste Industriestadt im hohen Norden, Norilsk. Die Stadt der Bodenschätze gilt als eine der schmutzigsten Orte der Welt und auch sie wurde von Häftlingen des Gulag aufgebaut. Nickel und Kobalt, Kupfer und Platin haben sie hier aus den Stollen der Bergwerke geholt. Zehntausende starben vermutlich. Eine kleine Kirche und ein Mahnmal am Rande der Stadt erinnern an ihr Schicksal. Es ist ein einsamer Ort, Besucher treffen wir keine. Den letzten Opfern des Gulag in ewigem Gedenken steht auf einer der Gedenktafeln. Mögen sie ruhen in Frieden. Die Erinnerung an die Opfer des Stalinismus schwindet. Die Matrossow hat sich auf ihre Rückreise gemacht. 8 Tage dauert die Fahrt den Fluss hinauf. Den Fluss, den einige immer noch den Fluss der Tränen nennen. In die Verbannung geschickt, wie sie sagt. Ihr Bruder und ihr Sohn leben auch noch hier. Guten Tag. Georg Geist, vom deutschen Fernsehen. Sie sprechen auch Deutsch. Ja. Hier wohnen wir, ja. Jetzt schon, wie viele Jahre? Ja? 62, 27, 28, 29. 40. 9 Jahre. 49 Jahre. Sie stammen aus der Nähe von Odessa. Schwarzmeerdeutsche werden sie genannt. Sie war 14, ihr Bruder 10, als sie erst nach Polen und dann nach Ostdeutschland fliehen mussten, bevor Stalin sie nach Kriegsende nach Sibirien schickte, an die Ufer des Jenissei. Als Kinder mussten sie damals im Wald arbeiten, erzählt sie uns, nur mit ein paar Lumpen am Leib. Ihre Schwiegertochter hat ihre Geschichte aufgeschrieben, mit einer langen Namensliste all jener, die damals ihre Heimat verlassen mussten. Ist die Welt. Wo Tag ist die Welt? In der Fremde mussten sie alle den oft aussichtslosen Kampf ums Überleben führen und das Schicksal der Ungerechten Verbannung ertragen. Ja, das war ein sehr schweres Leben damals, als sie uns hierher gebracht haben. Am liebsten wäre sie schon längst nach Deutschland gezogen, aber ihr Mann wollte Sibirien nicht verlassen, also sei sie auch geblieben. Das sind 2 Töchter. Das hier, das sind die Bilder von damals. Den Wald hat ihr Mann geliebt. Oh, da, ja.
Und er hat wieder nicht fort von da. Nicht. Der Wald, das war sein alles. Der Wald. Das war sein alles. Und für Sie? Und für Sie? Für mich? Der Wald? Für mich war das Haus und die Kinder. Das war mein. Alles, was ich. Und ich stellte draus volle Vieh. Kochen, Wäsche, Packen, Kinder großziehen. So war das ein Leben. Vor ein paar Monaten ist ihr Mann gestorben. Aber jetzt sei es zu spät, sagt sie, um noch einmal irgendwo neu anzufangen. Hier sollte Stalins Eisenbahn die Sucharika überqueren. Und das ist alles, was davon noch übrig geblieben ist. Das Eis hat dem Beton schon kräftig zugesetzt. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist ein bisschen weniger übrig. Wir kämpfen uns durchs dichte Gestrüpp der Taiga, begleitet von Mückenschwärmen, die selbst unsere Spezialkleidung kaum abhalten kann. Nach einer Stunde Fußmarsch stoßen wir auf erste Zeichen eines ehemaligen Lagers, das hier tief in den Sümpfen der Taiga zum Albtraum wurde für Tausende. Die eisige Kälte des sibirischen Winters und Milliarden an Stechmücken im Sommer wurden vielen zum Verhängnis. Und an Flucht war nicht zu denken. Mannshoch steht heute das Gras rings um die Überreste der alten Baracken. Jedes Mal, wenn er hierher komme, sei etwas weniger übrig, sagt Alexander. Bald wird die Taiga die letzten Reste dieses Lagers unter sich begraben haben. Schauen Sie, dies ist der alte Bahndamm, aber die Schienen hat irgendjemand weggenommen. An manchen Stellen ist der Bahndamm 5 Meter hoch oder sogar noch höher. Das alles mussten die Häftlinge mit bloßen Händen aufbauen. Eine fast unvorstellbare Arbeit, vor allem im Winter, wenn hier alles gefroren war. Mitten im Wald finden wir dann doch noch ein paar Schienenteile. Es sind die letzten Zeugnisse eines sinnlosen Projektes, das niemals zu Ende gebaut wurde. Unsere Reise nähert sich dem Ende. Hoch im Norden ist der Jenissei zum Meer geworden. In der Ferne taucht Dudinka auf, die nördlichste Hafenstadt, die von Passagierschiffen noch angefahren wird. Sperrzone. Ausländer dürfen hier nur mit Sondergenehmigung an Land. Kaum eine andere Gegend der Welt ist so reich an Rohstoffen wie diese. Dudinka ist der Hafen für Russlands wichtigste Industriestadt im hohen Norden, Norilsk. Hier etwas über die Deutschen wissen? Ja, das waren doch ganz normale Leute, so wie wir, diese Deutschen. Seit sie nach Sibirien verbannt wurden, haben sie hier gelebt, haben hier gearbeitet und sind hier gestorben. Jetzt seien viele nach Deutschland zurückgezogen. Aber ein paar Straßen weiter, da würde noch eine Familie leben. Die seien hier geblieben. Alte Leute seien das. Das Haus sei gar nicht zu verfehlen. Blau und grün gestrichen, mit einem großen grünen Holztor davor. Irma Fetzer lebt seit 1947 in Klein-Berlin. Mit ihrer Familie wurden sie hierher in die Verbannung geschickt, wie sie sagt. Ihr Bruder und ihr Sohn leben auch noch hier. Guten Tag. Ja, vom deutschen Fernsehen. Sie sprechen auch Deutsch. Ja. Ja.
Hier wohnen wir, ja. Jetzt ist wie viele Jahre? Ja? 62, 27, 28, 29. Sorg. David lebt. 49 Jahre. Sie stammen aus der Nähe von Odessa. Schwarzmeerdeutsche werden sie genannt. Sie war 14, ihr Bruder 10, als sie erst nach Polen und dann nach Ostdeutschland fliehen mussten, bevor Stalin sie nach Kriegsende nach Sibirien schickte, an die Ufer des Jenissei. Als Kinder mussten sie damals im Wald arbeiten, erzählt sie uns, nur mit ein paar Lumpen am Leib. Ihre Schwiegertochter hat ihre Geschichte aufgeschrieben, mit einer langen Namensliste all jener, die damals ihre Heimat verlassen mussten. Ist die Welt. Wo Tag ist die Welt? In der Fremde mussten sie alle den oft aussichtslosen Kampf ums Überleben führen und das Schicksal der ungerechten Verbannung ertragen. Ja, das war ein sehr schweres Leben damals, als sie uns hierher gebracht haben. Am liebsten wäre sie schon längst nach Deutschland gezogen, aber ihr Mann wollte Sibirien nicht verlassen, also sei sie auch geblieben. Das sind zwei Töchter. Das hier, das sind die Bilder von damals. Ich habe nur eine kleine Rente, deshalb stehe ich hier. Manchmal verdiene ich hier 20, 30 Rubel dazu, manchmal sind es sogar 1000, je nachdem, was ich verkaufe. 1000 Rubel, das sind 25 Euro. Wer will, kann sich auch ein paar Tiere mitnehmen. Vom besten Präparator in ganz Sibirien. Davon ist jedenfalls Wladimir Sergejewitsch überzeugt. Jedes Mal, wenn er hier an Land geht, schaut er, ob irgendwas für ihn dabei ist. Aber sowas ist für ihn nur Kleinkram. Ich habe schon zwei kleine Bären, ein Haselhuhn, ein Rebhuhn und einen Hirschen mit Geweih. Mein Stolz ist aber ein Mammutzahn. Er ist 1,82 Meter lang und 30 Kilo schwer. Wenn ein Schiff anlegt, ist fast das ganze Dorf auf den Beinen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel, schon gar nicht im Winter, wenn sich die Sonne hier kaum blicken lässt. Auch dies ist ein Ort der Verbannung gewesen. Wer hier einst hergeschickt wurde, galt als sozialschädlich oder antisowjetisch. Alles. Eine knappe Stunde dauert der Trubel, dann legt das Schiff wieder ab. Und das Dörfchen fällt zurück in seinen sibirischen Schlaf. Bis in 4 Tagen, wenn der nächste Dampfer kommt. In der Kombüse bereiten die Frauen das Abendessen vor. Marina ist für den Fisch zuständig. Eigentlich gäbe es ja genug Fisch im Jenissei, aber der Lachs kommt aus Skandinavien. Es ist verboten, hier zu angeln, also bringen wir alles immer selbst mit an Bord, sagt Marina und lügt dabei nur ein kleines bisschen. Naja, manchmal gibt es auch einen leckeren Stör, den uns ein Fischer aus dem Dorf mitbringt. Märchen dieser Flussmündung. Das hat sie doch toll erzählt, oder?
Riesige Schleppkähne ziehen hier an uns vorüber. Mit dem Holz der Taiga, das einst den Reichtum der ganzen Region begründete. Konstantin und Irina sind am Jenissei aufgewachsen. Sie in Krasnojarsk, eher 2000 Kilometer weiter im Norden. Jetzt reisen sie zum ersten Mal gemeinsam auf dem Fluss. Eine spät entdeckte Liebe. Das ist unser erster Urlaub, sagt er. Aber mit einem durchaus romantischen Anteil, ergänzt sie. Das ist doch alles wunderschön hier. Einen Ort wie diesen findet man auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Dann erreichen wir Jenisejsk, das einstmals wohlhabende Goldgräberstädtchen. Die älteste Stadt, der Vater Sibiriens, wie man sie nennt. Eine verwitternde Schönheit. Auf dem Friedhof der Stadt finden wir deutsche Namen. Becker und Benz, Federer und Fuhrmann. Es sind die Gräber der Wolga-Deutschen, die hierher von Stalin zwangsumgesiedelt wurden. Sibirer wider Willen nannten sie sich. Ihre Gräber wurden zurückgelassen. Die meisten ihrer Nachkommen haben das Land längst verlassen. Über die Geschichte dieses Ortes weiß keiner so gut Bescheid wie Pjotr Drostow. In seinem Garten hat er ein kleines Freilichtmuseum aufgebaut, damit die Schönheit dieser Stadt nicht vergessen wird, wie er uns sagt. Auch wenn sich selten ein Tourist hierher verirrt. Solche alten Fotos hat er restauriert und vervielfältigt. Das sind doch super Fotografien für die damalige Zeit. Man kann darauf. Über die Geschichte dieses Ortes weiß keiner so gut Bescheid wie Pjotr Drostow. In seinem Garten hat er ein kleines Freilichtmuseum aufgebaut, damit die Schönheit dieser Stadt nicht vergessen wird, wie er uns sagt. Auch wenn sich selten ein Tourist hierher verirrt. Solche alten Fotos hat er restauriert und vervielfältigt. Das sind doch super Fotografien für die damalige Zeit. Man kann darauf gut erkennen, wie viel sich seitdem verändert hat. Auch aus seinem eigenen Haus hat Pjotr ein Museum gemacht. Er will uns einen Schatz zeigen, der sich in einem Nebenraum hinter einem Vorhang befindet. Er genieße diesen Augenblick immer wieder aufs Neue, sagt er uns, wenn ein Besucher diesen Raum zum ersten Mal erblickt. Alle sagen dann gleich, ach, wie schön das alles ist. Und dieses Ach begeistert mich. Jeden einzelnen Gegenstand hat er für ein paar Rubel erworben. Und dies ist alles aus Jenisejsk? Ja, natürlich, alles aus Jenisejsk. Genauso wie Sie das hier sehen, könnte es einmal in vielen Häusern hier ausgesehen haben. Und die Deutschen? Ja, die seien im letzten Jahrhundert hierher gekommen, von der Wolga und vom Schwarzen Meer. Wo sie heute leben? Er will uns weiterhelfen. Er kenne da eine Familie, die nur ein paar Kilometer weiter entfernt lebe. Guten Tag. Hier sind ein paar Jungs. Einer ist sogar extra aus Deutschland gekommen. Die suchen Kontakt zu einer deutschen Familie.
Also machen wir uns auf in einen Ort, der einmal Klein-Berlin genannt wurde, wegen der vielen Deutschen, die hier früher lebten. Eine genaue Adresse haben wir nicht, also erkundigen wir uns im Dorf, das eigentlich Krutoy-Lock heißt. Ob Sie hier etwas über die Deutschen wissen? Normale Leute. Ja, das waren doch ganz normale Leute, so wie wir, diese Deutschen. Seit sie nach Sibirien verbannt wurden, haben sie hier gelebt, haben hier gearbeitet und sind hier gestorben. Jetzt seien viele nach Deutschland zurückgezogen, aber ein paar Straßen weiter, da würde noch eine Familie leben. Die seien hier geblieben. Alte Leute seien das. Das Haus sei gar nicht zu verfehlen, vervielfältigt. Das sind doch super Fotografien für die damalige Zeit. Man kann darauf gut erkennen, wie viel sich seitdem verändert hat. Auch aus seinem eigenen Haus hat Piotr ein Museum gemacht. Er will uns einen Schatz zeigen, der sich in einem Nebenraum hinter einem Vorhang befindet. Er genieße diesen Augenblick immer wieder aufs Neue, sagt er uns, wenn ein Besucher diesen Raum zum ersten Mal erblickt. Alle sagen dann gleich, ach, wie schön das alles ist. Und dieses Ach begeistert mich. Jeden einzelnen Gegenstand hat er für ein paar Rubel erworben. Und dies ist alles aus Jeniseisk? Ja, natürlich, alles aus Jeniseisk. Genauso wie Sie das hier sehen, könnte es einmal in vielen Häusern hier ausgesehen haben. Und die Deutschen? Ja, die seien im letzten Jahrhundert hierher gekommen, von der Wolga und vom Schwarzen Meer. Wo sie heute leben? Er will uns weiterhelfen. Er kenne da eine Familie, die nur ein paar Kilometer weiter entfernt lebe. Guten Tag. Hier sind ein paar Jungs. Einer ist sogar extra aus Deutschland gekommen. Die suchen Kontakt zu einer deutschen Familie. Also machen wir uns auf in einen Ort, der einmal Klein-Berlin genannt wurde, wegen der vielen Deutschen, die hier früher lebten. Eine genaue Adresse haben wir nicht, also erkundigen wir uns im Dorf, das eigentlich Krutoy-Lock heißt. Ob Sie hier etwas über die Deutschen wissen? Normale Leute. Такие же люди, как ja, das waren doch ganz normale Leute, so wie wir, diese Deutschen. Seit sie nach Sibirien verbannt wurden, haben sie hier gelebt, haben hier gearbeitet und sind hier gestorben. Jetzt seien viele nach Deutschland zurückgezogen, aber ein paar Straßen weiter, da würde noch eine Familie leben. Die seien hier geblieben. Alte Leute seien das, das Haus sei gar nicht zu verfehlen. Blau und grün gestrichen, mit einem großen grünen Holztor davor. Irma Fetzer lebt seit 1947 in Klein-Berlin. Mit ihrer Familie wurden sie hierher in die Verbannung geschickt, wie sie sagt. Ihr Bruder und ihr Sohn leben auch noch hier. Unser erster Eindruck: Tristesse. Die Straßen führen ins Nirgendwo und auch das alte Flugzeug für Polarexpeditionen hat nur noch musealen Wert. Was für eine Stadt. Die Häuser von Alt-Igarka, verlassene Ruinen, die langsam im aufgeweichten Boden des Permafrost versinken. Man ahnt nur noch, dass es hier einmal Reichtum gab. Und auch in Neu-Igarka hat das Leben so seine Tücken. Nachmittags wird das Wasser abgestellt und nachts um 23:30 der Strom. Die Drogenrate gilt als eine der höchsten im ganzen Land. Aber Mascha ist froh, endlich wieder zu Hause zu sein. Und zur Feier des Tages gibt es sogar eine Torte.
So etwas gibt es hier nur in einem einzigen Geschäft zu kaufen, sagt Irina. Und das auch nur im Sommer. Warum sie hier leben? Weil sie hier geboren wurde und ihr Mann einen Job gefunden hat, in einem der Ölfelder 100 Kilometer entfernt von hier. Ihr Vater wurde von Stalins Schergen hierher verschleppt. Jahrelang musste er in einem der Lager des Gulag schuften, für eine Eisenbahn, die quer durch Sibirien führen sollte. Wäre Stalin nicht gestorben, hätten sie diese Bahnstrecke wahrscheinlich zu Ende gebaut. Mein Vater erzählte nicht viel darüber, nur dass es so bitter kalt war beim Arbeiten und sie nichts zum Anziehen hatten. Aus ein paar Lappen haben sich die Gefangenen etwas genäht, um die Füße irgendwie warm zu halten. Und weil sie ständig Hunger hatten, aßen sie Gräser und machten Tee daraus. Vielleicht hat er uns nie davon erzählt, weil er uns nicht ängstigen wollte. Erst mit der Zeit haben wir begriffen, welch schwere Zeiten unser Vater und die anderen Gefangenen durchgemacht haben. 5 Jahre blieb ihr Vater im Lager. Er habe Glück gehabt, dass sein Herz so stark war. Viele seiner Freunde seien gestorben. Irina führt uns an den Fluss. Dort am anderen Ufer gab es einmal ein Lager, aber davon sei nichts übrig geblieben. Wo genau sich das Lager ihres Vaters befunden hat, das wisse sie nicht. Wir wollen uns auf die Suche machen und fahren ans andere Ende der Stadt. Dort steht ein kleines Museum. Die Zahl 503 steht für eines der wahnwitzigsten Projekte der Stalinzeit, die eine ganz besondere Geschichte hat. Sie ist den Opfern der politischen Unterdrückung gewidmet. An dem Ort, an dem sie errichtet wurde, begann einst für Hunderttausende eine Reise, von der viele nie wieder zurückkehren sollten, in die Arbeitslager des stalinistischen Gulag. Für Vater Johannes soll die Kirche ewige Mahnung sein an die Verbrechen des Stalinismus. Man habe diese Kirche genau an diesem Ort gebaut, sodass man sie überall vom Jenissee aus sehen kann. Hier stand früher das Durchgangslager, dort unten am Fluss warteten die Schiffe auf die Häftlinge. Sie wurden aus der ganzen Sowjetunion hierher gebracht, um dann in die Lager des Nordens verfrachtet zu werden. Kaum jemand in der Stadt kennt die Geschichte dieser Kirche, aber sie wird uns begleiten in den nächsten Tagen bis ans Ende unserer Reise. Zweimal pro Woche legt einer der alten Postdampfer am Hafen von Krasnojarsk ab, von Juni bis September, wenn der kurze Sommer das Eis auf dem Fluss schmelzen lässt. In den frühen Morgenstunden gehen die Passagiere an Bord der Matrossow. Die meisten reisen mit großem Gepäck. Die Flussschiffe sind für sie die einzige Verbindung in ihre Heimatdörfer im Norden Sibiriens. 5 Tage dauert die Fahrt bis nach Dudinka, weit jenseits des Polarkreises. Das Schiff ist fast ausgebucht. 150 Euro kostet das Ticket umgerechnet. Billiger ist es nur, wenn man die Holzklasse bucht im Unterdeck. Auch wenn der Platz etwas spärlich ist für 4 Personen. Ist das nicht viel zu eng hier? Ach was, wir sind doch schon ganz anderes gewohnt. Und irgendwie passt es dann schon. Auch mit dem großen Gepäck. Morgens um 7 verlassen wir Krasnojarsk, die junge Metropole Sibiriens. Zum Abschied scheppert ein russischer Klassiker aus den Lautsprechern. Могли быть в каком-то доме. И, разумеется, здесь
Und die Deutschen? Ja, die seien im letzten Jahrhundert hierher gekommen, von der Wolga und vom Schwarzen Meer. Wo sie heute leben? Er will uns weiterhelfen. Er kenne da eine Familie, die nur ein paar Kilometer weiter entfernt lebe. Guten Tag. Hier sind ein paar Jungs. Einer ist sogar extra aus Deutschland gekommen. Die suchen Kontakt zu einer deutschen Familie. Also machen wir uns auf in einen Ort, der einmal Klein-Berlin genannt wurde, wegen der vielen Deutschen, die hier früher lebten. Eine genaue Adresse haben wir nicht, also erkundigen wir uns im Dorf, das eigentlich Krutoy-Lock heißt. Ob sie hier etwas über die Deutschen wissen? Ja, das waren doch ganz normale Leute, so wie wir, diese Deutschen. Seit sie nach Sibirien verbannt wurden, haben sie hier gelebt, haben hier gearbeitet und sind hier gestorben. Jetzt seien viele nach Deutschland zurückgezogen, aber ein paar Straßen weiter, da würde noch eine Familie leben. Die seien hier geblieben. Alte Leute seien das, das Haus sei gar nicht zu verfehlen. Blau und grün gestrichen, mit einem großen grünen Holztor davor. Irma Fetzer lebt seit 1947 in Klein-Berlin. Mit ihrer Familie wurden sie hierher in die Verbannung geschickt, wie sie sagt. Ihr Bruder und ihr Sohn leben auch noch hier. Guten Tag. Georg Geissig vom Deutschen Fernsehen. Sie sprechen auch Deutsch. Ja. Hier wohnen wir, ja. Jetzt schon, wie viele Jahre? Ja? 62. 72. 49 Jahre. Sie stammen aus der Nähe von Odessa. Schwarzmeerdeutsche werden sie genannt. Sie war 14, ihr Bruder 10, als sie erst nach Polen und dann nach Ostdeutschland fliehen mussten, bevor Stalin sie nach Kriegsende nach Sibirien schickte, an die Ufer des Jenissei. Als Kinder mussten sie damals im Wald arbeiten, erzählt sie uns, nur mit ein paar Lumpen am Leib. Ihre Schwiegertochter hat ihre Geschichte aufgeschrieben, mit einer langen Namensliste all jener, die damals ihre Heimat verlassen mussten.